So, hallo, seid gegrüßt auf meinem Kanal. Hier ist der Michael vom Kanal Schönbuchgams. Ich bin jetzt hier auf der Schwäbischen Alb und ich will hier einen sogenannten Felsenweg laufen. Und dann habe ich natürlich noch mein neues Kochset dabei von Esbit. Und da will ich, wenn es geht, eine leckere Nudelsuppe machen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mitkommt. Seid gespannt, was ich hier alles erlebe. Und ja, ich würde sagen, wir gehen hier bei winterlichen Verhältnissen. Wir haben im Moment -7 Grad und eine geschlossene Schneedecke. Würde sagen, so 10 cm. Und ich zeige es euch aber jetzt. Und ich hoffe, der Nebel geht vielleicht ein bisschen weg. Und ja, jetzt laufen wir einfach einmal zu und dann werden wir sehen, wo wir rauskommen. Also, ich zeige euch jetzt einmal die Umgebung hier, gell? Da unten habe ich geparkt und zwar heißt die Ortschaft Holzelfinger. Das ist auf der Schwäbischen Alb in der Höhe von Honau, Unterhausen, in der Gemeinde Lichtenstein vom Landkreis Reutlingen ist es. Und da gibt es jetzt hier einen sogenannten Felsenweg. Und da werde ich jetzt mal schauen, ob ich da dann irgendwie ein geschicktes Plätzchen finde. Und werde mein neues Kochset testen. Also gut, ich hoffe, ihr bleibt dabei, seid gespannt und es geht weiter. So, irgendwie ist jetzt mein Mikro gerade ausgegangen. Keine Ahnung. Ich hoffe, das hält die Kälte hier auch durch. Ich laufe jetzt deswegen extra langsamer, aber ich glaube, das wird nicht viel bringen. Die Kälte ist ja trotzdem da. Und okay, so wie ich jetzt sehe, da unten ist jetzt
Honau, wo ich hochgekommen bin mit dem Auto. Und ich sehe, ich glaube, ich habe eine gute Sicht. Und wie gesagt, ich befinde mich jetzt hier auf diesem sogenannten Felsenweg. Da kann man einmal oben rüber und unten vorbeilaufen. Das werde ich versuchen zu tun. Und nachher werde ich dann oben mein neues Kochgeschirr ausprobieren. Ich habe eine leckere Nudelsuppe dabei. Und das werde ich natürlich testen, ob das funktioniert. Und ich hoffe, ihr seid dabei und seid gespannt, ob mir das alles so gelingt. Gut, also, dann gehen wir mal weiter. So, also ich bin jetzt immer noch hier auf diesem sogenannten Felsenweg, genau hier an der Alpkante entlang. Und ja, ich muss sagen, das ist richtig klasse hier, wenn man das so sieht. Richtig so alles schön weiß. Ist zwar nicht arg viel Schnee, aber dafür, dass es ab Mitte nächster Woche schon wieder warm werden soll, habe ich mir gedacht, da warte ich nicht länger und fahre jetzt schon auf die Alp. Und Gott sei Dank habe ich das gemacht. Ich glaube, das lohnt sich richtig. Jetzt muss ich nur nachher noch den Felsen finden, wo ich meine Nudelsuppe kochen kann, damit ich was Warmes habe. Weil es ist doch ziemlich kalt hier. Aber ich habe ja eine schöne Mütze. Ne? Die zeige ich euch mal schön nochmal. Ne? Diese Mütze habe ich mitgebracht aus Nepal, wo ich 2015 meine Tour gemacht habe im Everest-Gebiet. Da bin ich von Kathmandu nach Lukla geflogen. Von Lukla sind wir dann losgelaufen, 10 Tage über Namche Bassa auf 4.500 Meter. Das ist die Stadt, wo die Sherpas wohnen. Und von da aus sind wir dann wieder hoch weiter auf fast 4.800 Meter zu dem Kloster Tengpoche. Und von da aus ging es dann weiter Richtung Mount Everest Basislager. Ja, aber so viel will ich da jetzt nicht erzählen. Das habe ich ja schon alles wahrscheinlich ein paar Mal gesagt. Und ja, ich zeige euch jetzt nochmal hier die schöne verschneite Landschaft hier. Ja, da haben wir Meter vor. Ja. Aber das wollte ich halt bloß schön erzählen von der Mütze. Die habe ich mir dann oben in Namche Bassa gekauft. Ist aus richtig original Jagdwolle. Ist also sehr warm. Und ja, habe ich direkt in Namche Bassa gekauft. Okay, gut. Kurze Rede, langer Sinn oder so. Jetzt geht's weiter. Und ja, ich hoffe, jetzt kommt dann irgendwann einmal dieser Aussichtsfelser. Ja, jetzt geht es aber erstmal wieder runter. Und dann, glaube ich, auf der anderen Seite da drüben könnte er dann irgendwo sein. Okay, also, dann nehme ich euch mit ein Stückchen auf diesem Weg hier, wo es ein Stückchen runter geht. Und ich denke, sobald ich drüben bin, auf diesen Felsen, nehme ich euch natürlich sofort dazu. Und dann schauen wir mal, was wir sehen. Also, bleibt dran, seid gespannt. Ich bin's auch. So, jetzt bin ich schon ein Stückchen gelaufen. Ne? Von ganz da hinten
bin ich hierher auf diesem schmalen Weg. Und ich glaube, so langsam näher ich mich jetzt meinem Ziel. Ja, der eine hat jetzt schon die erste Felze. Ja, da unten sieht man auch einen großen. Wartet mal, zeige ich euch hier unten. Hier hat es auch noch mal einen großen Felsen. Also ich denke, ich bin jetzt relativ nah dran. Ja. Ja, ich habe jetzt gerade ein bisschen Gas gegeben, wegen dem muss ich jetzt so ein bisschen mehr schnaufen. Und ja, also so wie es aussieht, bin ich wohl der Zweite, wo hier gelaufen ist. So viele Spuren hat es hier gar nicht. Ja. Und ja, bin mal gespannt, wie es von oben aussieht. Also, ich hoffe, ihr seid noch dran und genießt mit mir diese schöne Winterlandschaft hier auf der Schwäbischen Alb in der Höhe von Honau, Liechtenstein im Kreis Reutlingen. Ich zeige es euch noch mal ein bisschen. Und dann denke ich, bin ich gleich da. So, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Ich bin nämlich hier jetzt auf einem von dieser Aussichtsfelsen. Und da hinüber muss ich, da ist der große Felsen. Und ich wollte aber euch nur mal hier geschwind den Felsen zeigen. Ich gehe jetzt nicht weiter raus. Das ist doch ein ziemlich schmaler Grat hier, wo ich stehe. Und ja, wegen dem wollte ich euch bloß kurz mal hier die Aussicht zeigen. Und ich gehe jetzt weiter auf den anderen. Und da kann man sich ein bisschen besser bewegen. Der ist größer. Ja. Okay, Lee. Also, dann gehen wir rüber. So, hier hat es jetzt nochmal so einen Felsen. Da kann man jetzt schön runterschauen nach Honau. Genau gegenüber von mir, was man leider nicht sehen kann, ist das Schloss. Das Schloss Liechtenstein, das liegt hier drüben. Leider ist der Nebel doch etwas dicht. Aber man kann wenigstens von hier oben runterschauen, das ist auch gut. Ja. Vorher war ich da drüben auf dem Felsen, wo man jetzt so schön rausgucken sieht. Ja. Okay, Li, dann gehen wir mal weiter. So, ich bin jetzt hier unterhalb von diesem Felsenweg. Weil da kann man einmal oben rüber laufen und unten entlang. Und ich laufe aber jetzt erstmal, beziehungsweise ich bin ja schon ein Stückchen oben rum gelaufen. Ich will aber jetzt erst hier vorbeilaufen. An diesem unteren Felsenweg und nachher beim Zurücklaufen laufe ich dann oben den ganzen Weg zurück. Wegen dem zeige ich euch jetzt diesen unteren Felsenweg, wo man quasi nachher oben entlang läuft. Und das ist hier dieser sogenannte untere Felsenweg.
oberhalb von Honau. Ne? Und dann muss ich natürlich noch eine geeignete Stelle finden, wo ich meinen Kocher testen kann. Weil ich glaube, was Warmes ist jetzt auch nicht schlecht. Ich muss jetzt nur schauen, wo ich hinlaufe, weil meine Brille beschlägt. Aber ich zeige euch jetzt noch mal kurz hier diese Felsen. Kann man hier wunderbar sehen. Sieht natürlich im Winter ein bisschen anders aus wie im Sommer. Aber wie gesagt, ich denke, jede Jahreszeit hat seinen Reiz. Außer wenn es stürmt und regnet, dann natürlich nicht. Aber sonst, ja. Gut, also, dann laufe ich jetzt einmal weiter hier auf diesem Weg. Der ist jetzt nicht mehr allzu lang. Dann geht es hinter ein bisschen durch so ein Wohngebiet durch und dann wieder in den Wald und dann bin ich wieder oben. Ne? Und ja, dann werden wir mal schauen, was wir für eine gute Stelle findet, zu meine Nudeln zu bewachen. Ne? Werden wir mal schauen. So, also wie gesagt, das war jetzt dieser untere Felsenweg. Der war jetzt nicht allzu lang. Und dann bin ich kurz durch so eine kleine Wohnsiedlung gelaufen. Das sind bloß 5, 6 Häuser. Und bin jetzt quasi wieder am Anstieg durch den Wald hoch wieder, damit ich oben wieder an den Felsen rauskomme. Und ja, bin dann natürlich immer noch auf der Suche nach einem geeigneten Plätzchen, damit ich mein Kochset testen kann. Bis jetzt leider noch nichts gefunden, aber ich bin guter Hoffnung, dass wenn ich jetzt oben bin, dass ich wenigstens ein gescheites Plätzle finde. Ne? Also, dann seid gespannt auf den Platz. So, jetzt, hallo. Jetzt habe ich hier meine Bank gefunden. Jetzt werde ich hier mein neues Kochset testen. Und ja, ich hoffe, ich bekomme es hin. Ne? Und dann gibt es eine leckere Nudelsuppe. Ne? Also, schauen wir mal. Ja. So, jetzt nehmen wir ein bisschen Soße rein. Gell? So. Jawohl, ein bisschen Nudeln haben wir auch noch dabei. So, noch ein bisschen Nudeln rein. So, jetzt. Ah ja, perfekt. So, Deckel drauf. So, extra schöne Holzlöffel gekauft. Ja. So. So. Okay, jetzt lassen wir das ein bisschen warm werden. Ich melde mich dann, sobald es fertig ist.
So. Mal schauen. Ah. Okay. Ah. Sie kocht die Nudelsuppe. Die Nudelsuppe, die kocht. Ja. Auch vielen Dank an meine Nachbarin, wo mir die Nudelsuppe zur Verfügung gestellt hat. Extra gestern Abend noch Nudeln gekocht und eine leckere selbstgemachte Brühe. Vielen Dank, Anita. Dankeschön. Freut mich sehr. Ich lasse mir sehr schmecken. Ja, also, aber ja, dauert noch ein bisschen. Ein bisschen dauert es noch. Ja. Ja. Schade, man sieht jetzt natürlich nicht viel. Ja. Das ist ziemlich neblig hier. Aber trotzdem schöner Platz, klasse, wunderbar. Ja. Also, jetzt warten wir noch schön 2-3 Minuten und dann ist die Suppe fertig. So, jetzt schauen wir mal. Ich glaube, Suppe ist fertig. Oh, herrlich. Oh. Mmh. Oh. Eine warme Nudelsuppe. Ah, perfekt. Mmh. Ah, herrlich. Wunderbar. Oh, das ist gut. Mmh. Oh. Super. Entschuldigung, wenn ein bisschen Schmatz, aber herrlich, die schmeckt so gut. Mm. Und jetzt was Warmes, das ist natürlich herrlich. Mm. Ah, wunderbar. Mm. Super, einwandfrei. Ja, gut, ich würde jetzt sagen, ich esse jetzt meine Suppe, solange die noch heiß ist. Und wenn ich fertig bin, packe ich zusammen und dann sehen wir uns wieder. Okay? Also, dann bis gleich. So, also, jetzt bin ich fertig und habe alles aufgeräumt hier. Gehört sich ja so, ne? Dass man wieder alles aufräumt. Und ja, leider konnte ich euch jetzt hier nicht allzu viel zeigen. Ne? Und es hat da ziemlich viel Nebel. Fängt jetzt auch wieder an, leicht zu schneien. Und ich werde mich jetzt auf den Rückweg machen. Und ja, wenn ich noch irgendwas sehe, zeige ich es euch. Aber ich denke, es wird nicht mehr viel kommen. Ne? Und ja. Ich laufe jetzt wieder Richtung Auto. Ich denke, das Wetter wird nicht besser. Es soll heute Mittag Schneefall einsetzen. Wegen dem würde ich jetzt sagen, ich habe jetzt meine Nudelsuppe gegessen. War richtig lecker. Und in diesem Sinne würde ich jetzt sagen, ich mache mich jetzt Richtung Auto. Zeige euch nochmal geschwind hier die Umgebung. Und dann sehen wir uns am Auto. So, okay, also, dann gehen wir los. Ja. Schade, dass man jetzt nicht noch ein bisschen untergesehen hat. Aber ich habe ja hier schon mal eine Tour gemacht, wo ich ein Video habe im Sommer. Das könnt ihr euch anschauen, ich verlinke das oben. Und jetzt sehen wir das einmal im Winter, wie es aussieht mit Schnee. Ne? Und ja, wie gesagt, jetzt geht es Richtung Auto. Ich hoffe, ich habe alles eingepackt. Und ja, in diesem Sinne zeige ich euch nochmal geschwind hier
wie es da runter geht. Ne? Da unten ist der Weg, wo ich vorher gelaufen bin, an den Felsen entlang. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen von hier oben bis da runter. Bis hier. Eine Felswand, wo senkrecht runter geht. Schlecht zu schätzen. 30, 40 Meter vielleicht. Schätze ich mal sowas. Ich kann es schlecht schätzen. Ja. Und ja, jetzt sieht man so ein bisschen besser. Ich gehe mal hier hoch. So. Hier oben an dem Baum war ich. Und dann geht es hier die Kante runter. Ein richtig schöner großer Felsen. Okay, gut. Also, dann mache ich mich auf dem Heimweg zum Auto, wie gesagt. Es geht nur ein Stückle. Und ich habe mich jetzt so Zeit lang nicht mehr bewegt. Dann wird es doch ein bisschen kalt. Wir haben immer noch aktuell minus 9 Grad. Und wegen dem werde ich jetzt mich ein wenig warm laufen und nachher gleich ins Auto sitzen. Also, dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei dem Video. Es ist noch nicht aus. Also dranbleiben, nicht abschalten. Ja, zeige euch hier noch ein bisschen diese schöne Wege hier am Alp drauf entlang oben. Ja, und dann nachher bis ans Auto. Also, bis später. So, ich melde mich jetzt doch noch mal schnell, bevor ich am Auto bin, weil es fängt jetzt hier ziemlich an zum Schneien und ich weiß jetzt nicht, wenn ich draußen bin, ob es dann richtig schneit. Wegen dem habe ich gedacht, ich werde mich jetzt hier schon von euch verabschieden. Nicht, dass ich nachher da draußen nichts mehr sehe. Ja, ich bedanke mich recht herzlich bei euch, dass ihr dabei wart bei meinem ersten Outdoor-Kochen mit meinem neuen Kochset. Ich hoffe, mir ist das einigermaßen gelungen. Und ich würde mich freuen über einen Daumen hoch. Ihr dürft auch natürlich gern in den Kommentar was reinschreiben. Vielleicht habe ich was falsch gemacht, ich weiß es nicht. Aber die Nudelsuppe hat am Schluss gekocht, sie war warm. Das war richtig herrlich. Nur mit der Zeit ist es jetzt doch ein bisschen kälter geworden, wenn man nur so rumsteht auf einem Fleck. Und ja, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr dürft natürlich auch gerne diesen Kanal abonnieren, kostet euch nichts. Mich würde es freuen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns bei dem nächsten Wandervideo. Entweder mit Schnee oder ohne Schnee, entweder auf der Schwäbischen Alb oder sonst wo. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen. In diesem Sinne, alles Gute, ciao, ciao, macht's gut, eure Schönbuchgams, tschüss, ciao.